Heute mache ich Gulasch im Schnellkochtopf. Zuerst schneide ich 300 Gramm durchwachsenen Speck in grobe Würfel. Schäle 3 Zwiebeln und viertel sie. Dann benötigt man noch eine Knoblauchzehe und 3 geschälte Karotten in groben Stücken. Nun lasse ich 3 Esslöffel Rapsöl im Schnellkochtopf heiß werden und gebe dann den durchwachsenen Speck dazu und lasse ihn ein bisschen ausbraten. Im Anschluss kommen jetzt die Zwiebeln dazu, die lasse ich glasig werden. Nun kommen 500 Gramm Rindergulasch dazu. Das Rindergulasch lasse ich scharf von allen Seiten anbraten, sodass sich am Boden ein schöner Satz ergibt. Und dann kommen die Karotten dazu und alles wird gewürzt mit Salz und Pfeffer. Und Paprikapulver. Dann gebe ich noch ein Lorbeerblatt und 3 bis 4 Pimentkörner dazu. Zum Schluss kommt noch ein halber Teelöffel gekörnte Brühe darüber. Alles gut vermischen. Und dann gieße ich alles mit Wasser auf, bis das Gulasch leicht abgedeckt ist. Führe alles nochmal und setze dann auf den Schnellkochtopf den Deckel auf und verschließe ihn. Wenn kein Dampf mehr entweicht, steigt der Druckknopf. Den lasse ich bis zum zweiten Strich hochsteigen und stelle dann die Temperatur auf 2. Es braucht 30 Minuten. Nun gebe ich alles ins Spülbecken, übergieße es mit kaltes Wasser. Der Dampf entweicht und der Druckknopf geht nach unten. Nun kann man den Schnellkochtopf öffnen. Manche dicken das jetzt mit Mehl an. Ich nehme zuerst die Beilagen raus, wie die Spate, und fülle mir dann von den Karotten und den Schinken und Zwiebeln und dem Sud ein bisschen was ab und püriere das und vermenge das im Anschluss zum Andicken. Nochmal abschmecken und schon ist das Gulasch fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und guten Appetit, wer das Rezept nachkocht.